Shalom, Geschwister, der Herr möge euch reichlich heute segnen. Ich bin Santino aus Limburg und ich will euch heute dienen mit einem Lied und ich wünsche euch einen Segen des Herrn für diesen Tag. Amen. Danke, Jesus, Vater, dass du hier bist, Jesus, und uns segnest, Herr Vater, mit all deiner Kraft und Herrlichkeit, Jesus. Hör zu. Jesus, du beschenkst mich mit Glück.
Hand in Hand, gehen den Weg zu zweit ins Ich will euch heute begrüßen im Namen Jesus. Lasst uns zu Beginn gleich zum Wort Gottes kommen, ihr Lieben. Und ich möchte euch bitten doch, dass wir miteinander arbeiten. Nimm das Wort Gottes, die Bibel, Alte Neue Testament brauchen wir heute. Und wir wollen zusammen das Wort Gottes betrachten. Davor wollen wir beten zusammen. Komm, mach mit und bete für mich und dass wir dann miteinander einsteigen dürfen. Herr Jesus, ich will dir danken. Heiliger Geist, hilf uns, dein Wort zu betrachten, zu verstehen und dass es uns Kraft gibt für unser Leben. Segne uns, Herr, jetzt. Und ich will dich bitten, Herr, sei du einfach mit uns und hilf uns auch jetzt in dieser Sendung. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen heute einige Männer miteinander betrachten. Abraham, Freund Gottes, wird er genannt. Jesaja 41, Jakobus, Brief, Neuen Testament, können wir die Bibel nachschlagen, wird er Freund Gottes genannt. Ein ganz großes Privileg, werden auch dann erkennen, warum er Freund Gottes genannt wird. Gott beruft ihn und er hört auf die Stimme des Herrn. Aber wir betrachten nicht nur Abraham, sondern auch seinen Neffen von seinem Bruder, der Sohn, der ihn ja auf seiner Reise begleitet hat, und auch die Familie von Lot. 1. Mose Kapitel 19, da heißt es im Vers 22, schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Hier ist die Rede, bevor der Herr das Gericht über Sodom und Gomorra, diese beiden Städte, vielleicht betrachten wir mal auch ganz kurz, was Sodom und Gomorra bedeutet. Große Unordnung, Unmoral, Ausschweifung, Chaos, gottloses Leben.
Und dieses sündhafte Verhalten kam bis vor dem Thron Gottes. Gott sendet Boten zu Abraham, diese drei Boten, und überbringen ihm auch Nachrichten. Einmal, dass er Vater werden wird, in einem Jahr später wird sein Sohn geboren. Seine Frau kann es gar nicht fassen, die Sarah, sie lacht. Ihr kennt ja die Geschichte, sie waren ja beide schon hochbetagt, aber der Herr erfüllt seine Verheißung. Und er offenbart, diese Boten offenbaren Abraham, was er vorhat, ja, mit diesen Städten Sodom und Gomorra. In dieser Stadt war auch Götzendienst, ja, Satanismus. Sie haben sich mit Unreinheiten eingelassen. Ich kann das hier gar nicht alles so nennen, aber du kannst es selber nachlesen. Sie haben sich mit Dämonen eingelassen, unreinhaftes Verhalten gegenüber Gott. Die Bibel nennt es greuelhafte Sünden. Ja, der Herr hat eine Zeit lang zugesehen und dann kam das Gericht. Aber bevor das Gericht, ja, das Feuer vom Himmel kam und diese Städte und dieses Gebiet vernichtete, sandte der Herr Boten, um Lot und seine Familie aus dieser Stadt wegzunehmen. Denn ich kann nichts tun, lesen wir, bis du dorthin gekommen bist, weg von Sodom, und in einer kleineren Stadt mit Namen Zoar, dort wollte Lot, ja, sich retten. Und diese Boten gestatteten es ihm auch. Und so kamen sie dann in diese Stadt Zoar. Die Sonne ging über die Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Das Gericht, Schwefel und Feuer. Bis auf den heutigen Tag, obwohl das tausende von Jahren her ist, ist dort keine neue Stadt oder Dorf oder Wohngebiet entstanden. Wir waren ja dort mehrmals in Israel, ist in der Nähe von Elat, in diesem Gebiet, und auf der Straße dort kann man erkennen, dann auch ein Schild, ein Hinweis, ja, Lots Frau, die ja dann zu einer Salzsäule geworden ist, weil sie sich umdrehte, obwohl der Herr gesagt hat, fliehe, rette dich, aber schaue nicht hinter dir. Auch ein interessantes Bild, schaue nicht zurück, auch geistlich gesehen. Wir dürfen nicht zurückschauen auf unser altes Leben, sondern auf Christus. Aber sie hörte nicht auf die Stimme der Boten. Und sie war neugierig, sie wollte wissen, vielleicht war auch ihr Herz an ihrem Haus oder was sie dort hatte oder ihr schönes Geschirr oder ihre Verwandten oder Freunde. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall tat sie nicht das, was der Herr ihr befohlen hatte durch die Boten. Und sie drehte sich um und schaute zurück. Und dann geschah es, sie wurde zu einer Salzsäule, sie erstarrte und das Leben wich aus ihr. Ja, auch hier ein Bild über die Frau von Lot. So floh er mit seinen beiden Töchtern. Seine zwei Schwiegersöhne glaubten ihm ja nicht, als er zu ihnen sagte, die Boten sind hier gekommen, die Boten Gottes, und der Herr wird diese Städte vernichten. Der Herr wird Gericht halten über Sodom und Gomorra. Aber sie lachten ihn oder verlachten ihn, Lot, aus und nahmen ihn gar nicht ernst. So blieben auch seine zwei Schwiegersöhne zurück. Er und seine zwei Töchter überlebten. Seine Frau wurde zur Salzsäule, weil sie nicht auf die Stimme Gottes hörte. Auch ein Bild, ihr Lieben, auf die Endzeit. Auf die Endzeit. Jesus ergreift es mal auf im Neuen Testament, in unserer heutigen Zeit. Da lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 17. Wir hören ja immer wieder, die Endzeit sind wie die Tage Noahs. Aber hier spricht der Herr im Kapitel 17, Lukas-Evangelium, Vers 28, ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Da habe ich meistens immer nur drüber hinweggelesen. Die Tage Noahs, ja, okay. Aber jetzt hier, ebenso auch wie es geschah in den Tagen Lots,
Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Ja, ist das dann so schlimm, wenn ich esse und trinke und Geschäfte tätige, pflanze und bauten? Ja, wenn das mein ganzes Lebensinhalt ist und frage nicht nach Gott und richte mein Leben nicht nach Gott aus, dann ist das alles verderblich und ja, ohne Frucht. Und so war es in den Tagen Lots oder auch in den Tagen Noahs oder zur Zeit von Lot. Das war alles, was sie den ganzen Tag sich beschäftigte. Und obendrauf noch gräuelhafte Sünden, die Gott verabscheut. Im Buch Moses lesen wir klar und deutlich, was dort geschah. Sie wollten ja auch diese Boten Gottes misshandeln, sich vergehen an diese Boten Gottes. Ihr könnt es mal selber nachlesen, ihr Lieben. Ich will da nicht darauf näher eingehen. So schlimm war es in diesen Städten. Ebenso wird es an dem Tag sein, dass der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wir sind immer noch im Lukas-Evangelium. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Denken wir an die Frau von Lot. Steige nicht, dreh dich nicht um. Schau nicht nach dem, was irdisch ist, was zeitlich ist. Denn alles, was irdisch ist, ist letztendlich vergänglich. Das will uns der Herr hier damit sagen. Sie drehte sich um und ihr wisst, was geschah. Und hier sagt der Herr Jesus, auch in der Endzeit wird es so sein. Steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jeder Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworteten und sagten zu ihm, wo Herr? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler oder die Geier. Also überall in der ganzen Welt, dort, wo totes Christentum ist, da versammeln sich auch diejenigen, die von Gott nichts wissen wollen. Das geht automatisch, ihr Lieben. Also hier greift der Herr Jesus in seiner Endzeitrede, wie auch in Matthäus 24, jetzt haben wir Lukas Kapitel 17 gelesen, die Verse 28 bis 36, greift der Herr Jesus hier die Geschichte von Lot auf und sagt klar und deutlich, so wird es auch in der Endzeit sein. Und wir leben hier in dieser Endzeit, ihr Lieben. Klar und deutlich. Und das gottlose Verhalten in dieser Welt wird immer schlimmer. Und immer mehr Gesetze werden erlassen, die gegen dem Wort Gottes sind, klar und deutlich. Gegen die Familienordnung, die Gott gesetzt hat. Mann, Frau, Kinder, Familie. Auch das wird verändert. Und dabei reden die Menschen immer noch, sie sind fromm und glauben an Gott. Das zeigt sich ja dann letztendlich auch, ob wir wirklich auch auf die Stimme Gottes hören oder unser eigenes Leben leben wollen. Lot steht für verweltlichtes Christentum da. Lot schaute nämlich nach Äußerlichkeiten, auf die Äußerlichkeiten. Als er sich trennte von seinem Onkel, gab ihm ja Abraham ja das Vorrecht. Gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Entscheide du, denn ihre Herden wurden ja zu groß. Und es gab Streit unter den Hirten und so mussten sie sich trennen und sie kamen zu dem Entschluss, wir trennen uns und ja, so geschah es auch. Und Lot schaute auf die Ebene dort, wo die Städte Sodom und Gomorra war. Wahrscheinlich war es eine fruchtbare, grüne Ebene und das gefiel ihm in seinen Augen. Er fragte nicht nach dem Willen Gottes, sondern er handelte nach dem menschlichen Verstand. Und er nahm dieses Recht, was Abraham gewährte, auch in Anspruch. Ja, ich möchte dieses Gebiet. Er machte die Rechnung ohne den Herrn, er fragte nicht nach dem Willen Gottes, aber der Abraham, der Knecht Gottes, der Freund Gottes, der fragte nach dem Willen des Herrn und er vertraute darauf, dass der Herr mit ihm geht. Aber Lot vertraute nach dem, was er sah und das gefiel ihm. Und fast wäre er hier auch unter dem Gericht Gottes
geraten. Er wurde gerade noch so mitgerissen von den Booten, die mussten ihn an der Hand nehmen und seine Töchter und nahmen ihn aus der Stadt, denn dann konnte erst das Gericht vollzogen werden. Auch das ist ein Bild, ihr Lieben, hier auf unsere Zeit. Ja, der Herr kann erst kommen, wenn das sich erfüllt, was im Wort Gottes geschrieben steht. Wir werden dann miteinander noch näher das betrachten im Neuen Testament. Aber bleiben wir noch ein wenig im Alten Testament. Gott offenbart sich seinem Freund Abraham im Kapitel 18, 1. Mose, Kapitel 18. Schlag doch mal auf. Wir waren jetzt gerade Kapitel 19 im ersten Buch Moses und haben miteinander betrachtet Lot und seine Familie. Und jetzt schlagen wir mal den Mann Gottes auf, 1. Buch Moses. Sein Charakter, seine Wesensart, und Gott beruft ihn ja. Und er hat in Abraham erkannt, was hat Gott in Abraham erkannt? Mit diesem Mann kann ich Reich Gottes bauen. Er hatte sicherlich auch seine Schwachpunkte und auch seine Probleme oder war auch nicht vollkommen, wie man es auch nennen mag, aber er war jemand, den Gott formen konnte. Wir wissen ja, die Bibel sagt, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und Abraham war ein Klumpen Erde, den Gott formen konnte. Und so berief der Herr seinen Freund Abraham. Und lesen wir mal im ersten Kapitel, ersten Buch Moses, Kapitel 18, ihr Lieben. Die Boten Gottes kommen, die drei Boten kommen zu Abraham. Und im Vers 16 lesen wir, und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und sein Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben. Das hat Gott in ihm erkannt und in ihm hineingelegt, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Also nicht so, wie es in den anderen Städten war, sondern es war hier schon sehr gewichtig. Die Sünden, die waren sehr groß und das Geschrei kam vor dem Herrn. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Also der Herr handelt nicht einfach so nach Lust und Laune, sondern er macht sich schon selber ein Bild, weil er ja gerecht und heilig ist und will das wirklich schauen und sehen, ob es so ist. Und im Vers 22 lesen wir weiter, und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit den Ungerechten wegraffen? Hier sehen wir den Charakter von Abraham. Jetzt handelt er und tritt ein als Fürbitter vor Gott. Er freute sich nicht darüber, dass Gericht über Sodom kam, sondern er hatte Liebe im Herzen. Er hatte Barmherzigkeit im Herzen. Und jetzt spricht er mit seinem Freund, mit dem Gott, dem Allmächtigen. Und Abraham tritt hinzu. Der Herr offenbart ihm, was er vorhat. Und jetzt spricht Abraham mit dem Herrn. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und den Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte der Stadt finde, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Haben wir verstanden? Abraham tritt ein. Er hört, Gericht kommt. Ihr Lieben, auch wir wissen das doch heute im Neuen Testament, in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt stehen, sind ja auch schon wieder 2000 Jahre vergangen seit Jesus. Was bedeutet das für uns?
Ist es uns einerlei, wenn Menschen verloren gehen? Oder treten wir ein in der Fürbitte und versuchen, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Verwandten durch das Evangelium, dass sie gerettet werden? Sind wir auch ein Abraham und treten ein vor Gott? 50 Gerechte, Herr, willst du dann die ganze Stadt vernichten, wenn nur 50 Gerechte dort sind? Und der Herr sagt, wenn dort 50 Gerechte an diesem Ort ist, dann will ich diese Stadt nicht verderben. Und Abraham antwortete und sagte, doch, ich habe mich entreißt, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Also das hat er schon erkannt, ich bin Mensch, du bist Gott. Vergib mir, wenn ich nochmal mit dir rede, vielleicht fehlen an dem 50 Gerechte nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach der Herr, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Ihr Lieben, manchmal reden wir so töricht mit dem Herrn. Herr, tust du das wirklich? Und wir zweifeln an die Gerechtigkeit Gottes. Oh, der Herr ist gerecht, ihr Lieben. Er ist auch heilig. Und er ist voll von Barmherzigkeit und Liebe. Und Gott wusste, dass dort auch keine 45 sind. Und er fuhr fort, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, um der 40 willen. Und der Herr sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, wenn ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort nur 30 gefunden. Abraham handelt, verhandelt mit dem Herrn, ein Geschäftsmann, vielleicht ein Zünder. Und er sprach, ich will es tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich entreißt, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort nur 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 20 willen. Da sagte er, Abraham, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch diesmal reden, nur noch Jigmolo. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinem Ort, ihr Lieben. Gott wusste, dort sind noch nicht einmal die 10. Auch für uns in der Endzeit heute, wir wissen, dass nur wenige gerettet werden. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und schmal, der in die Herrlichkeit führt, ihr Lieben. Auch wenn in der Offenbarung steht, eine unzählbare Menschenmenge aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, eine unzählbare Menschen, ist es doch eine kleine Schar gegenüber die Seelen, die da verloren gehen, ihr Lieben. Es sollte uns nicht einerlei sein, sondern die Haltung haben, die auch dieser Vater Abraham hatte. Einzutreten in der Fürbitte und unsere Menschen, unsere Freunde und Bekannte und dort, wo uns Gott gebraucht, ein Licht und ein Salz zu sein, so wie Abraham. Er tritt ein und handelt von 50 bis auf 10 Seelen. Es waren keine 10 Seelen dort. Es war nur Lot mit seiner Familie dort in dieser Stadt Sodom und Gomorra. Und als erst diese Familie auf sicheren Terrain, auf sicheren Boden war, konnte Gott das Gericht vollziehen. Ein Bild auf die Endzeit, ihr Lieben. Wenn der Herr wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen, ihr Lieben, dann wird das Gericht über diese Erde vollzogen werden. Weil das, was ihn jetzt noch auffällt, das lesen wir, lasst uns mal miteinander aufschlagen, im Thessalonikerbrief, ihr Lieben. Kapitel 2, 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Da heißt es, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. In all den Jahrhunderten oder 2000 Jahre Christentum hat man sich wirklich den Kopf zerbrochen, bis auf den heutigen Tag. Und es gibt auch mehrere Auslegungen, das möchte ich hier auch gleich erwähnen, ihr Lieben. Was ist das, was ihn zurückhält? Und immer wieder, wenn ich die Auslegungen lese, dann wird auch erwähnt, ist es der Heilige Geist, der in der Gemeinde Jesu wohnt, der in den Herzen der Kinder Gottes wohnt, wenn die mal hier nicht mehr auf der Erde sind.
und keine Gebete und Fürbitte mehr leisten? Wer wird eintreten für die Menschheit, ihr Lieben? Wenn diese Gemeinde komplett hinweggenommen wurde, dann kann sich der Sohn des Verderbens oder der Sohn der Sünde, der Antichrist gegen Gott, heißt ja Antichrist gegen Gott, gegen Christus, sich ganz offenbaren. Er hat sich offenbart und wir merken ja auch schon sein Wirken immer wieder, mal stärker, mal schwächer in all den Jahrhunderten, Jahrtausenden. Aber dann wird es eine ganz gräuelhafte, schreckliche, finstere Zeit sein, wenn das, was ihnen jetzt noch auffällt, weggetan ist. Und ich glaube, nach meinem Bibelverständnis, und ich betone nach meiner Erkenntnis und auch andere, die das ebenso sagen, wenn die Gemeinde nicht mehr hier ist und der Heilige Geist hier alles vollzogen hat und nicht mehr in die Herzen in der Kinder Gottes wohnen, weil sie nicht mehr hier auf dieser Erde sind, wir sind ja ein Tempel des Heiligen Geistes, ihr Lieben, dann wird der Herr das Gericht vollziehen, so wie es auch der Herr Jesus uns gesagt hat in seiner Endzeitrede, wo wir gelesen haben, im Lukas-Evangelium, ihr Lieben. Dann wird das hier das Gericht vollzogen werden. Und Gott hat es uns nicht in Unwissenheit, gelassen. Wie auch seinem Freund Abraham hat er nicht in Unwissenheit gelassen, sondern er hat sich ihm offenbart. Und Gott offenbart sich auch uns durch sein Wort. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes miteinander betrachten und auch erkennen. Wann das genau sein wird, das wissen wir nicht, ihr Lieben. Die einen meinen, ja, wir müssen, ja, wir werden verschont vor dem Zorn Gottes, wir werden ja in dieser antichristlichen Zeit 2x3,5 Jahre, wir werden da überhaupt nichts mitmachen. Andere meinen in der Mitte, das ist auch meine Überzeugung. Andere sagen sogar am Ende der 7 Jahre. Es gibt also mehrere Auslegungen darüber, ihr Lieben, aber wir bleiben nicht ganz verschont, wir werden einen Teil mitmachen. Und die Gemeinde wird auch einen Teil dort, ja, ganz großen Fürbitte leisten müssen, um ihre Menschen das, die Wahrheit zu sagen und zu sagen, Leute, rettet euch, das Gericht Gottes kommt, rettet euch, der Herr kommt. Wir müssen auf sicherem Gebiet. Und der Herr wird auch seine Boten uns senden und wird uns nicht in Dunkelheit lassen, sondern wird uns mehr und mehr Licht geben. Gott wird reden zu uns, ihr Lieben, denn wir haben einen lebendigen Gott. Wichtig ist, dass wir bereit sind, ob am Anfang oder in der Mitte oder am Ende. Wichtig ist, dass wir bereit sind, wenn der Herr kommt. Wird der Herr Glauben finden, wenn er kommen wird, ihr Lieben. Aber ich erkenne hier Parallelen. Der Herr Jesus hat es selbst gesagt, wie in der Zeit von Lot. Lasst uns näher miteinander das Wort Gottes betrachten. Wie war es denn? Und vielleicht finden wir auch heute diese Parallele in unserer Zeit. In 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir. Das wisse, dass in den letzten Tagen, gleich Vers 1, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten oder harte Zeiten oder böse Zeiten, dieses Wort hat mehrere Begriffe, eintreten werden. Denn die Menschen werden, was werden sie? Selbstsüchtig sein. Ich, ihr Ego ist ganz groß. Ich denke, das war auch in der Stadt Lot so. Sodom und Gomorra, sie waren sehr von sich überzeugt. Hochmut und Eigensinnigkeit. Sie fragte nicht nach dem Willen Gottes, sondern sie taten das, was ihnen gefiel. Das haben wir ja aufgelistet miteinander, ihr Lieben. Selbstsüchtig sein, geldliebend, erkennen wir das auch? Ja, der Herr steht an 2. Stelle, von wegen trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. An 1. Stelle in ihrem Herzen steht oftmals, wie kann ich noch mehr bekommen und noch mehr bekommen. Einer will über den anderen mehr sein und sich erheben, geldliebend, prahlerisch. Und wir wissen, Hochmut und prahlerisch ist eine der Ursünden. Der Feind wurde zum Feind, als er sich erhob und wollte so sein wie Gott. Das lesen wir im Wort Gottes. Und das sind eine der Ursünden, ihr Lieben, prahlerisch, Hochmut.
dem widersteht Gott. Den Demütigen schenkt aber der Herr Gnade, ihr Lieben. Hochmütig, als vierter Punkt, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Sie lästern Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Sie stellen das Reden Gottes in Frage. Sie legen es so aus, wie es ihnen gefällt. Ja, aber der hat es aber so gesagt. Und so steht es aber dort so geschrieben. Sie hören nicht mehr auf die Stimme Gottes. Sie hören nicht mehr auf dem Wort Gottes und was Gott ihnen offenbart. Sie haben keinen Respekt mehr vor Brüdern, die ihnen vorstehen. Ihr Lieben, ihr Ego ist sehr groß und ihre Erkenntnis. Finden wir da nicht Parallelen auch in unserer heutigen Zeit? Denn Eltern ungehorsam, die Kinder, die Eltern, immer wieder hören wir, wir wissen nicht mehr weiter. Ihre Weisheit ist zu Ende. Sie sind verzweifelt, weil ihre Kinder eigene Wege gehen. Sie sind undankbar. Dankbarkeit kennen sie nicht mehr. Für sie ist alles selbstverständlich. Unheilig, lieblos und unversöhnlich. Verleumder, unenthaltsam, grausam. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr als Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diese wende dich weg. Aufgepasst, ihr Lieben, denn Achter, aufgepasst. Wenn du das erkennst, ich hoffe, dass dir dann ein Licht aufgeht. Wir müssen einfach wachsam sein, ihr Lieben. Denn aus diesen sind, die sich in den Häusern schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Und so weiter und so fort, ihr Lieben. Also hier erkennen wir Parallelen. Gleiche sündhafte Taten wie in Sodom. Und wir leben in der Endzeit. Ich hoffe, dass du jetzt erkannt hast, ja, so weit entfernt sind wir doch gar nicht von Sodom und Gomorra. Deshalb sind wir auch nicht weit entfernt, dass der Herr wiederkommt. Und Gott offenbart es uns. Er lässt uns nicht in Finsternis und auch nicht in der Dunkelheit, sondern er redet zu uns. Wir müssen nur unsere Ohren, unsere Augen, unser Herz öffnen, sodass Gott zu uns reden kann. Dieser Abraham, Freund Gottes, den Gott wunderbar gebrauchen konnte, er wurde geformt, ein Klumpen Erde in der Hand Gottes. Und als Gott ihn berief und als Gott dich berufen hat, hat Gott erkannt. Und als Gott mich berufen hat, hat Gott erkannt in uns, dass wir bereit sind, unsere Knie zu beugen, Jesus anzunehmen, den Willen Gottes tun wollen und zur Ehre Gottes leben wollen. Halleluja. Das hat Gott erkannt. Und weil er das in uns erkannt hat, hat er uns auch berufen und erwählt und eingesetzt, damit wir ein Licht sein dürfen in dieser dunklen Zeit, ihr Lieben. Schauen wir den Charakter Abraham, haben wir schon. Er tritt ein in der Fürbitte für seine Menschen, für sein Volk, für die Seelen, für seine Freunde. Es ist ihm nicht einerlei, wie es seinem Neffen und mit seiner Familie dort ergeht. Nein, er spricht mit Gott und er redet mit ihm. Und Gott wusste doch alles im Voraus. Und ich glaube, dem Herrn hat es gefallen, so mit Abraham zu reden. Er hat ihn nicht abserviert, wer bist du, dass du mit mir so redest? Nein, es hat dem Herrn gefallen, wenn es nur 45 oder 30 oder gar 20. Ja, ließ ich ja mit ihm reden bis zu 10, aber auch nicht die 10 waren dort, ihr Lieben. Aber trotzdem waren dort in dieser Stadt oder in diesen Städten Seelen, die gerettet werden sollten. Und jetzt wurden sie gerettet. Und nachdem sie in Sicherheit waren, konnte Gott dann auch Gericht vollziehen über diese Städten. Und so wird es auch hier auf dieser Erde sein, ihr Lieben. In der Offenbarung lesen wir es. Wenn die Gemeinde Jesu nicht mehr da ist, dann wird das Gericht über diese Erde auch vollzogen werden. Wann es genau sein wird, das weiß der Herr allein. Wichtig ist, dass wir bereit sein müssen. Wer überwindet, weil du das Wort bewahrt hast in der Stunde der Versuchung, werde auch ich dich
bewahren. Offenbarung 3, die Worte zu der Gemeinde zu Philadelphia, ihr Lieben. Gott ist da, er ist unser Schutz, aber der Herr will auch, dass wir uns nach ihm richten und nicht eigene Wege gehen wollen. Lot wollte immer eigene Wege gehen. Er schaute nach den Äußerlichkeiten zu seinen Vorteilen und betrachtete es nicht aus geistlicher Sicht, sondern aus menschlicher Kraft. Und das wurde ihm fast zu Verhängnis, ihr Lieben. Deshalb aufgepasst. Nicht unser Verstand zählt, ihr Lieben, wenn auch unsere Erkenntnis noch so groß ist, sondern das, was Gott seiner Gemeinde zu offenbaren hat. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden zu sagen hat. Und du hast zwei Ohren bekommen und ich auch. Und wir können hören auf die Stimme Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Halleluja. Wir folgen Jesus. Wir folgen nicht irgendeinen Menschen, nicht irgendeine Organisation. Wir folgen Jesus, denn er ist unser guter Hirte. Und er wird uns schützen und bewahren, ihr Lieben. Gelobt sei der Herr. Und allen in diesen Zeiten der Trübnis und Verfolgung ist für uns Prüfung, ihr Lieben. Dort werden wir geformt, denn wir sind auch wie Abraham, wie ein Stück Erde, wie ein Stück Ton in der Hand Gottes. Und er will uns formen. Und in dieser Zeit der Bedrückung oder Verfolgung oder Bedrängnis, wie wir es auch nennen mögen, erkennen wir den Stand unseres Glaubens, wo wir stehen. Sind wir nur dann Kinder Gottes, wenn alles in unserem Leben funktioniert? Lieben wir nur Jesus, wenn er uns reichlich segnet und wir keinen Mangel haben? Wenn wir gesund sind, wenn unsere Familie in Ordnung ist, wenn wir finanziell gut dastehen? Oder lieben wir auch Jesus in Bedrängnissen und in der Not? Und da zeigt sich doch, wo wir stehen. Da zeigt sich doch, ob wir wirkliche Nachfolger sind oder nur Lippenbekenner. Ihr Lieben, manches lässt der Herr zu. Und in dieser Zeit zeigt sich, ob wir den Herrn vertrauen. Mir fällt gerade ein, vor einigen Jahren wisst ihr ja, dass ich diesen Stromschlag hatte. Und da kamen 1000 Fragen in meinem Herzen. Herr, warum, weshalb, wieso? Der hat geschwiegen. Aber dann zeigte der Herr mir, ich soll unverzagt sein und soll den Herrn vertrauen. Psalm 27 gab er mir. Nur einige Worte, aber die trafen mein Herz. Vertraue dem Herrn, sei unverzagt, vertraue ihm und glaube ihm. Und das will uns der Herr auch hier zeigen und sagen, ihr Lieben. Vieles offenbart uns der Herr, manches ist noch, dass wir es nicht erkennen, aber wo wir auch stehen, sollten wir den Herrn von Herzen vertrauen, ihr Lieben. Wenn wir auch nicht alles verstehen, doch dürfen wir den Herrn vertrauen, denn er ist gerecht und heilig. Manchmal denken wir, wir sind gerechter wie der Herr. Auch Abraham dachte, Herr, das tust du doch nicht. Und er trat ein und redete mit ihm. Wenn da nur 10 sind, und der Herr, wenn nur 10 sind, der Herr ist gerecht und heilig, ihr Lieben. Und wir dürfen ihm vertrauen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, müssen wir nicht. Wir sind ja Menschen. Aber doch dürfen wir den Herrn vertrauen von ganzem Herzen, ihr Lieben. Also, das war auf meinem Herzen, das wollte ich euch sagen. Wer wollen wir sein? Ein Abraham? Ein Lot? In welcher Situation befinden wir uns, ihr Lieben? Auch ihr Frauen, wer wollen wir sein? Wollt ihr sein, so wie die Frau von Lot? Blickt nicht zurück, ihr Lieben. Auch wir Männer, lasst uns nicht zurückblicken. Nein, sondern wir schauen auf Christus. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, ihr Lieben. Und somit will ich euch einfach diese Botschaft jetzt beenden und euch sagen, der Herr soll euch segnen, der Herr möge euch viel Kraft geben. Und danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, Herr, dass du immer zu uns redest. Danke, Herr Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen liebst und wertvoll bist in deinen Augen und dass du Gnade schenkst über Menschen, die bereit sind, Buße zu tun, die umkehren und um Vergebung bitten
und das Blut Jesu in Anspruch nehmen, denn dafür ist Christus gekommen, uns zu erlösen von der Schuld und von der Sünde. Hab Dank, Herr, du guter Gott, in Jesu Namen. Der Herr segne euch von ganzem Herzen. Amen.
Dort bin ich zu Hause.